und herzlich willkommen zu diesem neuen Video im YouTube-Kanal von SEO.de. Bereits im März auf der CeBIT 2014 wurde der Multisensor SeaWeather auf dem Stand der SeaWave Alliance gezeigt. SeaWeather benötigt weder ein externes Netzteil noch Batterien und ist damit das weltweit erste energieautarke Z-Wave-Gerät. Energieautarke Geräte waren bisher der große Vorteil von N-Ocean, diese können aber meist keinen Rückkanal abbilden. Per Solarzelle mit Energie versorgt und mit einem in der Firmware integrierten Energiemanagement bietet aber nun auch SeaWeather diesen Vorteil und das Ganze auf Z-Wave-Funkbasis. Viele von euch werden jetzt wohl etwas neidisch sein, denn wir durften SeaWeather, den Windsensor, bereits testen. Kaufen könnt ihr ihn noch nicht, dafür müsst ihr euch noch etwa 4 Wochen gedulden, bis dieser unter der Marke POP im Handel erhältlich sein wird. Nach dem Auspacken brauchst du etwas handwerkliches Geschick im Umgang mit dem Schraubenzieher, denn der Windsensor muss erstmal zusammengebaut werden. Aber das ist keine große Kunst, lediglich die Rotorblätter müssen mit je 2 Schrauben und einer kleinen Mutter befestigt werden. Generell bin ich ein Typ, der eigentlich immer sofort loslegen will, sobald er neues Spielzeug hat. Beim SeaWeather war das leider so nicht möglich, denn dieser ist nach dem Auspacken tiefenentladen und muss erst einmal Sonne tanken. Und zwar 4 bis 6 Stunden in der direkten Sonne. An schattigen Tagen kann es auch gut 12 Stunden dauern. Um zu prüfen, ob der Windsensor genügend Energie hat, drückt er einfach einmal unten die Taste, also die Wake-Up-Taste an der Unterseite, um ihn zu wecken. Leuchtet die LED darauf hin, ganz kurz auf, ist er einsatzbereit. Wie eingangs schon erwähnt, ist der SeaWeather ein Multisensor. Er kann folgende Werte messen. Die Lufttemperatur. Da die Sensoren in dem runden Teil in der Mitte sitzen, wird empfohlen, SeaWeather nicht in direkter Sonne anzubringen, da sich das Gehäuse sonst unnötig erwärmt und damit die Messwerte abweichen würden. Auch an einem schattigen Platz wird der Windsensor noch mit ausreichend Energie über das Solarpanel versorgt. Also keine Notwendigkeit, es an der Südseite des Hauses anzubringen. Auch die Helligkeit wird gemessen. Über die Solarzelle, welche zum einen den Windsensor mit Strom versorgt, wird auch das Umgebungslicht bzw. die Helligkeit gemessen. Wenn du das Ganze in 10 verknüpfst, kannst du so die Außenbeleuchtung bei Abenddämmerung einschalten und morgens bei Sonnenaufgang wieder ausschalten lassen. Auch die relative Luftfeuchtigkeit wird gemessen, natürlich die Windgeschwindigkeit, der Luftdruck und der Taupunkt. Das ist die Temperatur, welche bei unverändertem Luftdruck unterschritten werden muss, damit sich Wasserdampf als Tau bzw. Nebel aus feuchter Luft abscheidet. Solarertrag. Auch dieser Wert kann der SeaWeather indiziert auf den Quadratmeter berechnen. Da die Solarzelle auf dem Windrad sehr klein ist, ist die Messung nominiert auf eine Solarzelle von 1 Quadratmeter und wird in Kilowattstunden angegeben. Dies ermöglicht einfacher den Vergleich der Solarausbeute pro Tag bzw. pro Monat in entsprechenden Reporting-Anwendungen. Mehr dazu am Ende dieses Videos. Für die Berechnung der Windausbeute wird jede 8. Umdrehung gezählt und die Gesamtsumme als Puls-Count ausgegeben. Zur Montage gibt es gar nicht so viel zu sagen. Einfach an der Wand per Dübel und Schrauben befestigen oder wenn möglich mit Holzschrauben an einem Holzverschlag. Die Platzierung muss nicht, wie bereits erwähnt, in direkter Sonneneinstrahlung oder zur Südseite des Hauses erfolgen, da die Solarzelle trotzdem immer genügend Strom produziert, um den internen Kondensator zu laden, welcher SeaWeather auch nachts mit Energie versorgt. Dass sich SeaWeather niemals Tiefen entlädt, um im Notfall genügend Energie zu haben, um Wind und Dämmerung zu melden, dafür sorgt das interne Energiemanagement. Dieses variiert auch die Wake-up-Zeit, also den Intervall, in welchem der Windsensor aufwacht und Werte an die Zentrale sendet. Der Wake-up-Intervall variiert dabei zwischen 5 Minuten, meist so um die Mittagszeit. Bei Tagesanbruch oder im Winter liegt es dann bei 1 bis 2 Stunden und wenn der Tag zuvor sehr bewölkt war, dann durchaus auch mal bei 5 Stunden. Der Taster unten am Windsensor, mit welchem du den Windsensor manuell wecken kannst, der wird deaktiviert, sobald die Energie unter 30% fällt. Wir haben den Windsensor an einen Raspberry angelernt, also einen Raspberry Pi mit dem SeaWave-Modul, da er an der Fibaro noch nicht funktioniert. Laut Fibar Group werde aber an der Implementation gearbeitet. Da ist Devolo schon ein Stück weiter. Dort werden nach dem Anlernen alle Sensorwerte erkannt, wenn auch noch nicht ganz korrekt beschriftet, aber auch dieses Mapping ist bereits umgesetzt und wird mit dem nächsten Update ausgerollt, so Devolo.
Das Anlernen geht fix. Einfach dreimal innerhalb von 1,5 Sekunden den Taster am C-Weather drücken und schon sollte die ZBEV-Zentrale ein neues Gerät erkannt haben. Hier in unserem Test wurden auf der Smart Home UI des Raspberry alle Sensorwerte korrekt eingebunden. Meter Electric zeigt dabei den indizierten Wert des Ertrages der Sonnenenergie. Der zweite Meter Electric ist der Pulse Count, also der Wert, welcher jede 8. Umdrehung zählt. Und dann haben wir hier noch die Lufttemperatur, Helligkeit, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, den Luftdruck und den Taupunkt. In der Expert UI des Raspberry sehen wir natürlich auch diese Werte, können aber noch ein paar Sachen mehr einstellen. Auch hier sehen wir alle Werte, können aber über die Device Configuration drei Assoziationsgruppen belegen. Die erste Gruppe ist die Lifeline für die Zentrale, die können wir nicht editieren. Die zweite Gruppe schaltet bzw. löst bei zu starkem Wind aus. Standardmäßig ist dies bei 6 Meter pro Sekunde, also 22 Kilometer pro Stunde. Hier könnten wir bis zu 5 Geräte in die Assoziationsgruppe legen, welche direkt vom Windsensor unabhängig von der Zentrale gesteuert werden. Alternativ können wir das Ganze natürlich auch über Szenen in der Zentrale lösen. Die dritte Gruppe meldet Helligkeit, also sobald die Morgendämmerung vorbei ist. Standardwert ist hier 37%. Und Gruppe 4, sobald es dunkel wird. Auch hier ist der Standardwert 37%. Auch das kann natürlich variiert werden. So lassen sich Jalousien oder Rollos schließen, sobald oder die Temperatur steigt, um die Sonne draußen zu lassen. Bei Wind können diese natürlich ganz automatisch hochfahren. Und wer einen Fakro-Fensterantrieb im Einsatz hat, kann sogar per definierter Szene oder Assoziation die Fenster bei Wind schließen. Wer sein eigener kleiner Wetterfrosch werden möchte, der kann die Daten auch aufzeichnen. Dazu auf dem Raspberry unter Anwendungen das kleine Plugin Sensor Value Logging aktivieren. Hier dann einfach den Sensor auswählen, der aufgezeichnet werden soll, und das JSON-File als Protokolldatei angeben. Dieses Plugin kannst du mehrfach starten, also mehrere Instanzen, um dann auch mehrere Sensoren aufzuzeichnen. Wir haben hier im Test noch ein kleines Tool aus dem C-Wave-Me-Forum installiert. Dieses wird einfach in den HT-Docs-Ordner des Raspberry kopiert und stellt die aufgezeichneten Daten in einem Diagramm grafisch dar. Hier kannst du auch über ein kleines Kalender-Plugin oder einen kleinen Kalender die Tage oder Monate auswählen, die du dir anzeigen lassen möchtest, und auch per Schieberegler skalieren und zoomen. Wer die Devolo-Zentrale nutzt, hat bereits diesen Verlauf als Diagramm integriert. Das war schon unser kleines Video zu den Funktionen des C-Weather. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben. Wenn nicht, nutzt bitte die Kommentarfunktion zum Meckern. Wir sind für jede Kritik dankbar. Abonnier am besten unseren Kanal, damit du auch unser nächstes Video nicht verpasst. Und besuch uns mal wieder auf www.sio.de, deinem Smart Home Blog.